Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein magisches Gewitterdeck vorstellen. Wie ihr schon sehen könnt, ein rot-blaues Deck und wie der Name es vermuten lässt, fokussiert auf Zauber. Was ist eigentlich die Strategie, wie soll man mit diesem Deck gewinnen? Nun ja, eigentlich das, was wirklich wichtig ist, ist der Gossenschütze. Der macht immer, wenn man einen Spontanzauber oder eine Hexerei spielt, dem Gegner 2 direkte Schaden. Ähnlich das elektrostatische Feld, was allerdings nur 1 Schaden macht, dafür aber auch 1 Mana weniger kostet. Das, was auch noch direkt den Gegnern Schaden machen kann, ist Niv-Mizzet mit seiner Fähigkeit, dass wenn man eine Karte zieht, man ein Ziel einen Schadenspunkt zufügen kann und wenn man Spontanzauber oder eine Hexerei wirkt, zieht man eine Karte. Und anders ausgedrückt, immer wenn wir Spontanzauber eine Hexerei spielen und deren Spiel ist, dann ziehen wir eine Karte und fügen einen Schaden zu. Jaja Balat ist hier auch drin, die bringt halt ein bisschen Mana und vor allem ihre letzte Fähigkeit ist wichtig, durch die können wir unsere Spontanzauber und Hexereien nochmal aus dem Friedhof wirken. Kombiniert mit dem urtümlichen Amulett, das sobald es sich verwandelt hat, in der Lage ist, als Land Mana zu produzieren und damit Hexereien und Spontantauber zu kopieren. Die restlichen Sachen sind halt wirklich die Zauber. Recht billige Zauber wie Shivanisches Feuer und Blitzeinschlag, die frühzeitig Schaden machen und Gefahren abwehren. Ebenso wie von Augenblick zu Augenblick, dass schnell man eine Karte hochbringt oder wenn man die Bonuskosten zahlt, sogar noch zusätzlich eine zieht. Ebenso wie Geheimnis der Goldenen Stadt, um ein paar Karten nachzuziehen. Eine Karte, mit der man instant töten kann, ist auch mit Feuer bekämpfen. Für 3 Mana macht sie einer Kreatur 5 Schaden, für 6 Mana plus 3 Mana, sprich 9 Mana, macht sie 10 Schaden, die man beliebig verteilen kann, also die man auch direkt auf einen Spieler schmeißen kann. Ihr könnt euch vorstellen, spielt man die mit einem urtümlichen Amulett, dann kann man 2x 10 Schaden machen, was instant tödlich ist. Und Signatur Blitz geht zwar nur auf eine Kreatur, aber macht so viel Schaden wie im Friedhof spontan Zaubern Hexereien liegen. Und das heißt, im fortgeschrittenen Spiel kann man hier mit relativ wenig Mana ziemlich große Sachen wegschmeißen. Okay, schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an, wie das abgeht. So, wir kämpfen als erstes gegen Max. Naja, wir haben mal Rot und Blau. Und eigentlich schon ein paar gute Sachen auf der Hand, die am Start uns helfen können. Okay. Damit können wir es durchaus versuchen. Und kurz Hallo. Er macht Mulligan, das Hallo konnte er glaube ich gar nicht sehen. Ja, doch, hat er. Okay. Okay, sorry. Nein, ich zahle keine 2 Lebenspunkte, du kommst in die Waffe, tappt ins Spiel. Ja, er spielt das Lebenspunkte. Die müssen wir sehr schnell wegkriegen. Die werden sehr schnell zu stark. Gibt ja mittlerweile einige Kombis mit Lebenspunkten. Wahrscheinlich werde ich dazu auch ein Deck machen. Na? Die Spannung steigt ins Unermessliche. Er hat nichts getan. Ja, wir spielen kurz hinaus. So, dadurch, dass wir die beiden draußen haben, immer einen Spontanzauber oder Hexerei jetzt wirken, tun wir automatisch 3 Schaden direkt auf ihn schmeißen. Deswegen mal schauen, wie es weitergeht. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal nichts. Sein Zug können wir ihn spontan den sein wieder hochbringen, eine Karte ziehen und mit denen quasi passiv durchschauen. Wenn du eine Karte abwirfst, schicke sie aus deinem Friedhof ins Exil. Ziehe eine Karte mit einer offenen Tasche des Trages, mir alle Karten. Okay. Kartenzieher quasi. Aber wunderschön animiert, total cool. Ja, ja, verrechne. Angreif hast du keine.
Ende des Kampfes, okay. Was machst du in der Second Main Phase? Nix. Oder sind wir ein Arschloch? Komm, wir sind ein Arschloch. Die Pappe, die er da reingefegt hat, ist dann Quatsch. So, theoretisch können wir den jetzt kaputt machen, aber da haben wir eigentlich nichts von. Deswegen bleiben wir ganz coolen Worten die Situation ab. Schade, wenn wir Feuer mehr gehabt hätten, hätten wir schon Jar Jar nicht gefunden. Ja, der hat zum Beispiel die Lebenspunkte gebracht. Was machst du? Warum spielst du den nicht? Tut mir leid, Leute, ich bin nur gerade etwas verwirrt. Das ergibt einfach keinen Sinn. Ich meine, er kann nicht wissen, was ich auf der Hand habe. Aber das ist keine Konstellation sinnvoll, meines Erachtens. Du verzauberst meinen Verteidiger, dass er nicht angreifen oder blocken kann. Die Partie ist momentan ein bisschen komisch. Hier sind viele Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also irgendwie hat er sowas wie alles vor. Und wenn das so sein kaputt und noch Schaden. Er ist einfach nur ein bisschen simpel gestrickt. Ich glaube, er spielt, wenn wir erstmal ein rotes Mana ziehen. Nebenbei, wir jetzt sehen, dass für meinen Signalturm Blitz hier, da der Landtag nicht schützt, da geht der Zähler noch 2 hoch, also wir können danach schon 2 Schaden damit machen. Dadurch, dass er jetzt erstmal niemanden hat, auch wenn es vielleicht nicht darauf aus ist, kann ich trotzdem natürlich mit ihm angreifen. Immerhin 2 Schaden mehr. So, und wir haben den nächsten raus. Für zusätzliche Schaden. Bleib nicht an der Seite. Okay. Ich könnte ihn jetzt töten, aber. Also nicht ihn, nur den Golem. Das machen wir aber nicht. Wir haben das Ulti übernommen. Dadurch war unser Zauber erstmal in der ersten Phase billiger. Und wenn wir dann 3 oder 4, ich glaube 4. 4. Dann wird es zum Land. Und doppelt. Hätte natürlich schon gern 3 Zauber auf dem Friedhof. Dann wird der Signalturm Blitz für den reichen. So. Chacha, komm ins Spiel, meine Gute. Oder? Holen wir nicht Midset? Jaja, nicht Midset? Das heißt, wir holen Midset. Das wird ihn, glaube ich, ein bisschen mehr ärgern, als wenn ich Jaja momentan schon verteidigen kann. Ich glaube, sie ist aus dem Jaya. Jaya-Bala? Jaja? Phonetische Schreibweise googeln. Okay. Yellow, komm. Das sollte langsam laufen. So, ich kann ihm passiven Schaden machen damit. Ich denke gerade nach, wie ich es mache. Du. So, Mana habe ich erstmal genug. Jar Jar. Raus. Bring mir erstmal an. Time to set something on. Yes, fight fire with fire. But what kind of fire? So. Ich bin doch wieder verrechnet. Naja. Stimmt, ich kann es ja klären.
Nee, noch nicht. Später dann. Machen wir erstmal. Eigentlich kann ich die Partie gewinnen. Nee, da fehlt mir das Mana zu. Im nächsten Zug aber. Ja, okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reicht. Sagen wir mal ganz nett, gutes Spiel. Ohne Mana. Let's see how you manage this. Und bekämpfen ihn mit Feuer. Hier reicht ein Ziel. Und er geht auf. Ja. Das war der erste Sieg. Okay, in der zweiten Runde gegen Trenton Barker. Mal sehen, was der soll. Ach, ein bisschen schlechter als vorhin die Hand. Aber okay. Lasst uns bescheiden sein. Hauen wir so das raus, kommt es mit. Hi! Und dann Chivantes Feuer. Grün. Wir können uns eventuell wegwaschen. Aber wir bauen uns von der Mauer raus, die ihn dann mit der Zeit auch ein bisschen Schaden macht. Die Karte ist nebenbei die, die am wenigsten ins Deck passt. Klingt eigentlich erstes in einer 3-Zahl in Folge gespielt. Vorher ist es ein bisschen schwer. Okay, er baut sich. Wir warten geduldig ab. Grün-Blau kann sehr gut mehr Erfolg-Deck sein. Die werden auch sehr schön. Okay. Cool. Da sehen wir ihn ja bestimmt. Wenn er den bestimmt macht, schon vorher kaputt. Haben wir uns schon mal einen kleinen strategischen Vorteil verschafft. Könnte ich ihn jetzt runterholen? Könnte ich ihn wieder auf die Hand bringen? Das Problem ist an dem Ding, das kann manuell Bewucherungen durchführen. Sobald er Marken hat, kriegen alle eine. Das ist etwas unangenehm, muss ich gestehen. Deswegen ist es verblöd, das dazu zu verwenden. Aber mit dieser Fähigkeit. Sehr schön, sehr schön. Ja, wenn ein Land in dein Kontrollspiel kommt, führe Wuchung durch. Ja. Du musst auch weg, Kumpel. Ich könnte Jaja holen. Dann habe ich keinen Mana mehr. Wucherung ist doch bestimmt eine beliebige Anzahl an deinen Karten oder Spielern und gib ihnen dann von jeder Sorte Marke, weil es nicht eine weitere Marke, ja? Nee. Nee. Du kommst erstmal wieder rauf. So, jetzt aber. Ja, ja. So, wenn ich mal nur spontan so reinzuwerken. Prepare yourself. Deswegen, das würden wir jetzt mal Friedhof, indem wir eine Karte abwerfen. Und zwar unser Anta Jaya. Ja, das genügt. Eigentlich können wir die jetzt sogar spielen. Wir haben genug Länder. Ja, machen wir dann auch. Ja, ne, der Tod, ja, kriege mir einen von meinem Spiel. Zieh eine Karte. I just can't help myself. Wie gesagt, ich spiele jetzt nicht aus. Viele Tricks. Also, es ist Lusus, aber dann kommen wir irgendwie weiter. Was das jetzt nicht mehr macht, ist, zu Beginn des Ressourcen-Events. Kann ich aus dem Karte weg? Wenn es kein Land ist, kann ich sie spielen, ansonsten Pech gehabt.
kannst du nicht über andere Kreaturen im Wald. Okay. War Pech gehabt, war ein Land. Da ich meine Jaya retten muss. 3, 4, 5, 6. This is going to be good. 6, 7, 8, 9. Zack und zack. Dürfen wir beide wegkriegen. Muss natürlich nur verteilen. Der hat 3 Leben, der hat 7. Geh mal weg, ich sehe nichts. So. Und schon sieht es wieder ein bisschen freundlicher hier aus. Gleich ihre Ulti. Er sagt schon, gutes Spiel. Es kann gut sein, dass er es aufgibt. Wir werden es gleich merken. Want to see what a master is capable of. Nö, die werfen uns 2-2 lieber ab. Echt, habe ich so viel Luck, Leute. Na egal, ab jetzt. Herzlich willkommen, Friedhof. Wir dürfen alles spielen, was wir haben. 3, 4, 5, 6 Mana haben wir. Das ist ein seinen kleinen Elfen. Oh Gott. Da gibt er auf. Okay, das war der zweite Sieg. Okay, dritte Runde gegen Rexar 98. Hallo Rexar. Was spielst du und wie kommen wir damit klar? Mal schauen. Nur ein Land, Leute. Ich lach später. Mulligan. Zwei Länder. Ist auf jeden Fall besser. Und die drunter kommt. Bist du? Wohl? Nee, du. Sag mal kurz Hallo und starten mit unserem kleinen Malus hier. Tust du irgendwie jetzt was mit von? Du darfst direkt weg. Mit sowas fangen wir gar nicht erst an. Wenn du Lebenspunkt dazu erhältst, auch das will ich nicht. Auch mal irgendwas raus, was mich stört. Dann können wir nochmal reden. Ja, mir fehlt Mana. Mana. Dab-dib-dib-dib. Okay. Lebensverknüpfung, was wir auch nicht mehr kann. Oh, das ist toll, Leute, aber ich brauche das vierte Mana, damit das richtig schön ist. Und bis dahin, er hat jetzt 5 Mana, er haut wahrscheinlich gleich ein 6. raus. Bis dahin hat er alles, was er braucht, garantiert. Das ist bestimmt Zufall, dass er nichts hat. Guck mal, wir haben 6 Handkarten und Phoenix 12. Und 60 ist 5, ne? Sollte mindestens 2 Mana mehr haben. Ja, wieder lässt er uns keine
Das ist doch ein Witz. Ich habe mehr Zähler als Mana. Ja, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das Fettes kommt. Die kann ich natürlich nur dann einmal jetzt noch runterholen. Gut, den Ding kriege ich dann später noch. Und da wir keinen Mana ziehen, ist das quasi für Selbstverteidigung. Ja! Na endlich geht's noch vorwärts. Wahrscheinlich haben wir ihn alles kaputt gemacht oder er hat keinen Bock was zu spielen. Ich weiß nicht, warum das kommt. Das war jetzt nicht unerwartet. Lass mich überlegen, wenn wir das spielen. Dann bleibt ein Rot über, damit kriegen wir das hin. Ja, das passt. So, dann kriegen wir jetzt mal ein paar Zähler und zwar Amulette. Kommen wir jetzt auch mal vorwärts. Ah, für 5 Mana, das kriegen wir auch hin noch. Nee, ich brauche rotes Mana. Die Insel behalten wir erstmal fallen. Cool. Der ist scheiße jetzt für uns. Oder für mich. Er kann die Fluchsicherheit geben. Das macht er bestimmt. Ansonsten wäre er ja auch blöd. Okay. Ich will mich nicht beklagen, das ist besser. Hey, wir können es aus Ihnen schon nicht geben. Guck mal, fang an, dann bald Schaden zu machen. Nach 19 gezogenen Karten, also mit abzüglich 7 Handkartenzahl, also 12. Oh, doch nicht. Das Decktuch kriegt man nicht nebenbei. Endlich. You can turn anything into a part. Combat requires strategy and impulsivity. So. Das ist doch schön. Er hat natürlich jetzt haufenweise Zerstörungszauber. Darüber muss man zu klaren sein. Deswegen, der wird den bestimmt locker wegschneiden. Echt? Gut, vielleicht nur den Spontanzauber. Mal schauen. Na geht doch. Naja, wir kriegen unsere Zähler drauf. Irgendwann hat ja auch die Magie, die wir brauchen. In Kombination natürlich die beiden dann, wenn die Fähigkeit von dir wird. Eine Linie. Bitte. Immer wenn du eine Kreatur vermahnt hast. Und du kannst Magen verteilen. Okay. So, wir versuchen es wieder. Yes, fight fire with fire. But what kind of fire? So, für 8 Mana. Einfach mal wieder hoch. Dann kriegen wir nämlich unsere Marken hier voll.
Karte, Schaden und so weiter. Ganz viele tolle Dinge. Ja. Wir schauen uns dann legendär. Nö. Puh. Mana ist genug. Natürlich an. Gut, die Sache ist jetzt so gut wie gelaufen. Wenn er meine Mitzeit hier nicht tot kriegt, er kann nichts mehr raushauen, was ich nicht weghauen könnte. Ja, den kill ich ihn einfach nur aus der Möglichkeit heraus. Ich will rot. Ich will nochmal rot und jetzt sind wir extrem brutal, liebe Freunde. Genau hiermit. Dürfen ihn kopieren. Nicht mit zertriggert. Ach, ich liebe es, wenn sowas funktioniert. So, aus Scherz schießen auf den. Weil wir es können. So, wir dürfen ja ihn kopieren, kriegen wieder voll Schaden. Wir dürfen ihn wieder kopieren. Und die Sache hat sich erledigt. Ja, das war der dritte Sieg und ich denke, das sollte uns eigentlich das weggegeben haben. Das war jetzt auch eine längere Partie, wenn auch eher ungeplant. Und deswegen verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Erfolg und mögen euch die Karten hold sein. Tschüss!